Glück auf, meine Freunde, und willkommen zurück zu Persona 5. Ja, wir stehen hier gerade vor unserer Schule und da ist ein Mädchen, das etwas anders aussieht als der Rest. Und ich glaube, die haben wir schon mal gesehen. Nämlich bei diesem einen Feuerwerksfestival. Da war die auch in so einem, ich sag jetzt mal Kimono, weil ich keinen anderen Namen für japanische Gewänder kenne. Und ist dann in eine Limousine eingestiegen. Mal schauen, wer das jetzt ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ein Mädchen, das ziemlich genauso aussieht, auf dem Cover des Spiels zu sehen ist. Also wird die wohl noch eine Rolle spielen. Ich weiß aber bei ihr jetzt wirklich noch nicht welche. Ne? Bei Futaba wusste ich schon so ein bisschen, dass sie kommt und wer sie ist. Aber hier jetzt nicht. Was für ein Ad? The media is gonna come to our school. At least be a little interested in it. Nein, ich interessiere mich nicht für Dinge. Okay, offenbar kommt die Presse an unsere Schule. Academy, first It's been a huge deal already. Lass mich mal raten. Ich muss ein Interview führen, oder? I wonder what's gonna happen to the principal now. Anyways, we made the right choice going after big targets. Everywhere I go, people are talking about us. Whoa. Hallo. Na, wer bist denn du? Das Mädchen mit der Gießkanne, ja, das habe ich schon gesehen. That girl just now, don't you think she was fine? The Phantom Thieves are on fire right now. So I wonder if I got a chance, if I asked her out? Ja. Okay, bei Ryuchi drehen die Hormone schon wieder durch, er fragt sie halt. Das kannst du ruhig sagen, das glaubt dir sowieso keiner, aber... Alter! Did you do it too, Teach? The whole cover-up thing? This is the first time I'm hearing about it too. Even if the police ask you anything, you better not make irresponsible comments to them. Seriously, why does this keep happening? All my relatives are gonna call me again. Oh, perfect timing. I think you might have been told this already, but it's about the school trip. You know how the police have been coming to the school again because of that incident? So, a number of the senior faculty are going to be called in for questioning, and that day just happens to overlap with the school trip. Yes, I've been told so. Now, this came up at the faculty meeting, but the plan is to have third years to act as our proxies. I'm so sorry to drop this on you, Nijima-san, but we'll be counting on you. What? Oh, was? You know, a lot of the second years this year happen to be unique. You must have your hands full with the entrance exams, but I'm sure you'll be fine with your grades. Don't worry. There'll be a couple more people going besides you. If that's the case, very well. Really? Oh, thank goodness. I'll go ahead and pass this news on then. Oh, das ist ja dreckig. Also die Polizei kommt während dieses Schulausflugs hierher und will ein paar, ich weiß nicht so ganz, wie deren Schulsystem funktioniert, von wegen Seniors und Juniors und Third Grades oder keine Ahnung, egal, auf jeden Fall wird Makoto vorgeschoben und soll mit der Polizei reden, damit die anderen auf den Schulausflug gehen können. Das heißt, sie muss hier bleiben und darf nicht nach Hawaii. Mann, das ist ja bitter. Ich gebe mich wie immer cool. Ja, someone's cool and uninterested. Es interessiert mich eigentlich wirklich nicht. Ich meine, ich finde es ein bisschen seltsam sowieso, dass Akechi es auf uns abgesehen hat. Ich wiederhole mich da gerne immer und immer wieder, aber die haben nichts.
Die können uns überhaupt nichts nachweisen. So. Ah ja. Dein neues Stück. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht sehen. Okay, ich könnte auf jeden Fall meine Verbindung zu Ryuji verstärken. Ich warte aber erstmal, weil ich kann auch mit Futaba wohin gehen. Halt, Moment. Wird mein Bund mit dir jetzt stärker? Ja. Okay, ich darf nicht mit Futaba, die ist mir lieber. Hä? Nicht, dass ich Ryuji nicht mag, aber... Ryuji. Yusuke nicht mag, aber ich mag sie lieber. So, Ende. Hallöchen, mein Herz. Yo. Nein, hast du nicht. Genau, so. Und jetzt sind wir nämlich auch an dem Punkt, für den ich die ganze Zeit meine Kindness erhöht habe. Die brauche ich nämlich, weil ich ansonsten nicht mit Futaba abhängen könnte. Und da ich mit ihr die Beziehung möglichst ausmaxen möchte und dann irgendwann auch mal eine Romanze mit ihr anfangen möchte, dann habe ich das halt mal gemacht. Also dafür brauche ich halt Kindness. So. Und die habe ich jetzt definitiv mit Rang 4. Ich glaube, Rang 3 braucht man mindestens, damit man überhaupt anfangen kann, mit ihr abzuhängen. Und ich habe Rang 4 schon und würde dann gerne auch irgendwann mal auf Rang 5 kommen. Das wäre ganz cool. Ja, geh's einfach langsam an. Ja klar, okay, es will einfach nur hochgehen und quatschen. Da habe ich natürlich so auf jeden Fall Zeit. Yes. Oh, that's right. Alles klar, okay. Kurz zur Übersetzung. Also, Futaba hat bisher hauptsächlich am Online-Unterricht teilgenommen. Also, sie hat online gelernt und war noch nie wirklich auf einer richtigen Schule. Und sie würde aber ehrlich gesagt, also sie würde gerne wieder auf eine richtige Schule gehen, hat aber momentan noch nicht so das nötige Selbstvertrauen. Und als Lösung hat sie gesagt, ihre Mutter hat sie früher immer so ihre Ziele für einen Monat auf den Zettel schreiben lassen. Immer wenn sie eins abgearbeitet hat, hat sie ihren Stempel reingemacht und manchmal was Nettes daneben geschrieben. Und wenn sie es geschafft hat, alle ihre Ziele für einen Monat abzuarbeiten, hat ihre Mutter sich immer einen Tag freigenommen.
und hat den Tag dann mit ihr verbracht. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Einen Tag im Monat mit ihrer Tochter verbringen? Na gut, okay. Naja, wir wissen ja, sie war sehr beschäftigt, die Wakaba. Ja, und Futabas aktuelle Liste an Vorhaben ist, sie würde gerne, habe ich vergessen. Nein, also sie würde gerne auf eine richtige Schule gehen, sie würde gerne Gespräche mit Fremden führen, sie würde gerne mehr über Kinder in ihrem Alter rausfinden, also Zeug halt, ne? Im Grunde genommen will sie besser mit Menschen klarkommen, so kann man es, denke ich, zusammenfassen. Und ich habe jetzt Confident Rank 2 freigeschalten. Und dafür bekomme ich Memento-Scan. Ich habe eine Chance, die komplette Map einer Ebene im Mementos zu kriegen, wenn ich diese betrete. Okay. Und wie ist das, wenn ich dann einfach wieder hochgehe und wieder runter und wieder hoch und wieder runter? Kann ich das so lange machen, bis ich die Map habe oder was? Naja, egal. Alright. Vermutlich nicht. So, die Frage ist, ja, was kriegt sie als Belohnung, wenn sie alles schafft? Alright. Alles klar. Okay. Ja, war mal wieder lustig mit ihr. Ich freue mich schon drauf, ihr bei ihrer Liste zu helfen, weil darum wird es wahrscheinlich gehen bei ihr. Okay, Makoto hat noch nicht die Info von ihrer Schwester. So, kann ich noch was machen? Ich könnte Kawakami anrufen, aber ich habe, glaube ich, gar nicht genug Kohle für sie, oder? Nein, habe ich definitiv nicht, aber ich könnte... Moment. Ich könnte es nochmal versuchen, sie anzurufen wegen Wäschewaschen. Oh, wer hockt denn hier? Ah, egal, ich kann nicht mit ihm reden, also von mir aus. So. Ach nee, das geht auch nicht, weil ich brauche... Da brauche ich auch 5000, ne? Alter, okay. Dann würde ich ganz einfach sagen, da ich ja sowieso noch meine Kindness aufs Maximum bringen möchte, schneide ich an der Stelle und gehe ganz einfach im Blumenladen arbeiten. Ja? Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder. Looks like you're busy. I'm listing up the evidence that's been taken into storage. It's a chore that any part-timer could do. I don't have time to waste on something like this. It felt like my irritation would show on my face at the office, so I brought it home. Sorry to hear. The Phantom Thieves case isn't so easy that I could pursue it in my spare time. The media keeps making a ruckus about it, so people have been wary whenever we make inquiries. Why I couldn't get anything out of a man who seemed to have intel. I even tried threatening him. All I did was question him a bit harshly. Oh, I almost forgot. I'll be going on a school trip starting next week. The senior faculty are being questioned, so I'll be going in their stead. Ach so. Entschuldigung. Ja, da bin ich wieder. Ach so ist das gemeint. Das heißt nicht, dass sie... Ich dachte erst, sie muss da bleiben, weil die Senior Faculty... Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Ich sage jetzt einfach mal die Lehrer halt. Die Lehrer werden befragt und können deswegen nicht mit auf den School Trip gehen. Und deswegen geht Makoto mit nach Hawaii, um quasi auf die Schüler aufzupassen. Sounds good to me. Alles klar. It won't get in the way of your entrance exams, will it? Ja, die schulden ihr definitiv was dafür, dass sie nach Hawaii darf. Not at all. Feel free to take a bath first. I need to study.
Okay, I think I'll do that. Alles klar. Zeit, die Festplatte zu kopieren. Feststellen, dass ein USB-Stick nach wie vor nicht genügend Speicherplatz hat. Aufhören. Doch schon bei 50%. No way already. That was fast. I'm not really in the mood to relax in the tub. Oh, it's so close to being done too. Na komm, ist gleich fertig. So, komm, 200%. Und fertig. Ihre Schwester ist aber auch ein bisschen komisch. Die kennt immer nur ihre Arbeit. Ich meine, klar, es ist wichtig, dass man sich anstrengt und so, aber hey, komm. Ab und an kann sie ruhig auch mal ein Lächeln auflegen. Naja. So, gut gemacht. Gimme, gimme, gimme. Seriously? Ja, die Unterrichtsfragen. Wie hab ich sie doch vermisst? So, und wer darf sie wieder beantworten? Selbstverständlich ich. Das ist König Kamehameha. Entschuldigung, Moment, ich hab mich gleich wieder. König Kamehameha. Okay, alles klar. Ja, der Gründer von Hawaii, beziehungsweise der heißt anders, der wird nicht so ausgesprochen wie die, wie der. Also ich meine, ich gucke kein Dragon Ball, aber das kennt selbst ich. Ich glaube, der wird ausgesprochen Kamehameha. Und war mal der König von Polynesien, also wo auch Hawaii dazugehörte. Und er war, by the way, auch einer der Anführer, die man in Civilization 5 auswählen konnte. Nur mal so. Daher kenne ich den auch, also. So, also, in seiner einen Hand hält er... Ja, sehr gut. Ein Dragon Ball. Entschuldigung, es passt halt einfach mal gerade so übelst gut. Das wäre jetzt wirklich die dümmste Antwort, die jemand geben könnte. Ich würde sie einfach nur, ich würde sie gerne einfach nur aus Spaß geben, aber nein. Ich will mir den Punkt in Wissen nicht entgehen lassen, deswegen werde ich jetzt direkt einmal gucken, was das Internet dazu sagt. Wir sehen uns gleich.
So, da bin ich wieder. Also die Antwort lautet, er hält nichts in seiner rechten Hand. This is it. Oh, not bad. Er hält einfach nur seine Hand in die Luft. Zum Glück mit der Handfläche nach oben, das hätte sonst irgendwie irritierend gewirkt. Oh, alles klar. Und es scheint wohl auch so, dass diese Statue gar nicht Kamehameha selbst war, sondern nach seinem Tod gab es weitere Statuen, die von ihm angefertigt wurden. Da er aber nicht mehr als Modell zur Verfügung stehen konnte, hat man einfach irgendeinen von seinem Hof da genommen. Und der ist das vermutlich, den man da sieht. Aber es soll natürlich dieser König sein. So, und ich habe wieder einen Punkt in Wissen dazu bekommen. Inzwischen bin ich enzyklopädisch. Sehr nice. Ja, Wissen wäre auch noch so ein... Also wäre noch der zweite Stat, den ich neben Kindness unbedingt aufs Maximum bringen würde. Ich möchte gerne schlau und nett sein, wie Mächten lebt. War das Angeberei? Nein, war nicht so gemeint. So. Hallo, Futaba. Ich denke, ich habe es richtig gemacht. Lass es an mich. Sie genießt das wirklich, sich Uran zu hacken, oder? Are they for Hawaii? If we're gonna lay low, we might as well enjoy it. Oh, look at this one! Gigantic sea turtle sightseeing on some beach. Come on, food's more important than some turtle. You really don't find steak this big and thick in Japan. Also, mahi mahi? Is that some kind of fish? Think it's good? It seems that it's the season for schools all around. We're going on our school trip as well. Yeah? Where are you guys going? I believe it's Los Angeles. Los Angeles? Ich war auf der falschen Schule, Leute. Ich war echt auf der fucking falschen Schule. Die gehen nach Hawaii, Los Angeles, aber ich war in Bayern, verdammt. Somewhere like Nikko or Nara. Anywhere is acceptable. Natural mineral pigments used for Japanese art was also originally imported. Hawaii and Los Angeles, huh? Which would you want to go to? LeBlanc. Nee, ich bleib bei Hawaii. Ich stehe auf Strandurlaub. But Los Angeles is hard to give up too. I mean... Na gut, okay, ja, bin ich bescheuert. In Los Angeles gibt es auch einen Strand. Aber das ist Amerika und da hast du so ein Problem. In Amerika darfst du nämlich nur ganz bestimmte Badehosen anziehen. Ist kein Scheiß. Ich glaube, die müssen mindestens bis zu den Knien gehen. Die stehen da echt nicht auf Nacktheit. Hawaii ist mehr ein Resort-Place als LA, so I'd rather go there. So we won't be seeing each other for a while. Nö, leider nicht. We'll make sure to buy a souvenir for you. Ooh, here comes some interesting data. This is just from a quick glance. But it says perpetrated and connected. It means that mental shutdowns aren't coincidence. That this is a case with a culprit behind it. Actually, it's not just about people having shutdowns. Looks like she's inferring that the psychotic breakdown incidents are connected to the same case. Go Makoto sis! How long do you think it'll take to analyze all of it? Hmm, there's a lot, so it's not happening overnight. But I'll manage by the time you guys get back. I demand souvenirs from Hawaii and LA for my reward. I don't really get all this, but you're as amazing as always, Futaba. I guess it's called an information war? Oh, it's so high-tech and modern. Kinda reminds me of a movie. We're the Phantom Thieves, so it's not that big a deal. I mean, I can turn into a car and stuff too.
Come on, don't try and compete with her. What did you say? You're fine the way you are, Morgana. Like, you're cheeky cute? Cute? Gideon, I... Well, we'll continue this when we get back from the trip. I can't wait to see how much the Phantom Thieves' popularity is increased by then. Alles da. Oh, Arkechi ist schon wieder da. Was ist denn los, hä? Okay, also wieder darum, dass Makoto mit nach Hawaii kommt. Alles gut. Okay, Akechi sitzt schon wieder da, aber ich werde die Folge mal an der Stelle schon beenden. Ist vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, aber egal. Ja, lasst mir bitte wie immer eine Bewertung da. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Vielleicht kriegt ihr es sogar hin, mal einen Kommentar zu schreiben. Das wäre sogar noch besser. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge, ne? Haut rein. Yeah, so they go up. No time.